sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Yes, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Griggs und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Das freut mich. Was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer, die Abbruchcodes zu bekommen. Over. Zum Teufel damit, wir geben unser bestes Ende. Oh, das war uns überraschend, ob das reicht, ne? Aber gut, wir wissen ja eigentlich alle, wie Call of Duty 4 ausgeht, halbwegs noch. Alles klar. Aber gut, ich bin. Also ganz genau weiß ich zwar nicht mehr, wie es ausgeht. Ich weiß nur, dass wir. Na gut, ich will jetzt nicht spoilern für die Leute, die es im Moment noch nicht kennen, aber. Das ist, glaube ich, nicht so der Fall, dass man Call of Duty nicht kennt. Verstanden, Sir. Okay. Na, und geht's ja schon mächtig los, ja? Bum, bum, bum. Captain Price, hier 2 Yankee 6. Wir Captain Price ist Major Ink. Großen aus die Straße runter. Wir haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Gruppiert euch mit Team 2 und helft ihnen die Kontrolle über die Basis. Und dann, here we go. Verstanden, Sir. Wir ziehen. Er hat aber einen Blutbad gemacht. Ah, durch das Wasser und das Blut und naja, okay. Nicht so euer Song. Wasser. Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Na, das wir freut mich. Wir haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Man, also ein Call of Duty war man ja lange nicht mehr in so einem nuklearen Bunker, ne? Dann in Black Ops wieder. Ah, witzig. Schon so ein bisschen amüsant, finde ich. Was geht denn hier? Also, gar nichts gesehen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist gerade ein bisschen Darkness. Au. Oh. Geile Taschenschlampe wäre jetzt mal angebracht. Yay, alter russisches Bunkerzeichen. Fortbringen. Das sieht cool aus. Jetzt haben. Ach so. Ist natürlich klar, unsere Leute machen mal wieder gar nichts und gucken einfach nur zu, wie ich sterbe. Finde ich auch immer wieder schön, muss ich sagen. Das gefällt mir super. Ja. Ja, ja, bla bla bla. Ja komm, regeneriere dich. Danke, Captain Price. Oh, die KI hat einmal was gemacht. Das ist ja fast heftiger wie bei Left 4 Dead. Und das will was heißen. Au, au, au. Ach so. Das klingt logisch. Kost für eine einzelne. Ach so, ja, natürlich. Ich vergesse ja immer, wie toll die Kontrollpunkte doch platziert sind. Ach so, ja. Ich drücke natürlich Messer an und was passiert? Es passiert natürlich nichts. Das ist ganz klar. Okay, here we go again.
Flash out. Ach so, ich vergesse ja immer wieder, dass die Gegner ja nicht so lange geblendet bleiben wie... Ach so, ja, alles gut. Oh, das Spiel sackt, Mann, sackt Balls, aber Action. Haters gonna hate, bitch. Haters gonna hate. Wir haben noch 10 Minuten. Ja, komm, leck mich am Arsch, aber wird. Das ist blöd, Alter. Was geht denn ab, Alter? Ja. Wie kann man denn nur so behindert sein und so langsam nachladen? Stopp mal Zeit. Gucken wir auf die Zeit. 3 Sekunden zum Nachladen. Oder 2 Sekunden so. Das ist zu lange. Leckt mich am Arsch, Alter. Das ist behindert. Das ist voll die Retard-Dichter, Alter. Wenn jetzt die Kontrollpunkte nicht so dumm verteilt werden, könnte man ja auch was mit damit anfangen. Warum lädt er denn jetzt so nach? Das ist wie gerade, oder? Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns gucken. Wir haben keine Zeit mehr. Ich hasse euch. Was ist da los? Was sagen die? Wir haben einen verdammten Chaos aufgestartet. Haters gonna hate, bitch. So asozial, wenn man getroffen wird, dass das dann immer so hoch geht. Also, wenn ich das ausgedacht habe, gell, ganz ehrlich, du musst diese Kreuzige. Jetzt schon wieder sterben, gell, klatsche ich um. Machen wir es einfach so. Ach so, ja. Los, los, los! Ja, aber sicher. Wer war das jetzt? Ihr seid doch echt total die Idiots. Haha, das war aber knapp, oder? Der Status ist super. Wir sind in Position. Öffnet die Außentür zur Startkontrolle. Verstanden, wir sind dabei. Bereit halten, wir haben es gleich. Geschafft, die Türen sind jetzt aktiviert. Na, ja, das freut mich doch. Dann würde ich sagen, lasst uns durchgehen. Es geht das nicht ein bisschen schneller. Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen ziehen, wenn das Spaß macht? Alter Frechdachs. Ah, das ist schön. Okay, let's do this. Wenn man nirgendwo drüber kann, ja, bleib noch irgendwo stehen, Alter, ich klatsche dich tot. Zieh dir gleich ein. Flash, bitch.
Hey, oder sind wir richtig gelaufen? Team 3 in Position an der Südostseite des Startkontrollraums. In Bereitschaft. Seid ihr an der anderen Wand? Over. Richtig. Bestätigt. Bereiten Eindringen vor. So, Sprengsätze platziert. Los. Los, los, los. Wir gehen rein. Na los, komm, lad nach. Ups. War's das? Okay, cool. Sicher. Such die Kotflügel. Jagd auf feindliche Verstärkung. Ja. Kurz eingeben. Irgendwo, kurz eingeben. Wo? Kurz eingeben, kurz eingeben. Da. Yeah, wir hacken oder wir geben uns ein. Bereithalten. Bravo 6, alle Sprengköpfe wurden im Flug zerstört. Es gibt unzählige Bruchstücke, aber die meisten landen im Ozean. Nicht, sehen Sie sich die Übertragung an. Sakai, er hebt ab. Wow, heftig. Aus der Sicherheitszentrale. Sie sind mit Trucks gekommen. Ich denke, wir können sie brauchen, um hier rauszukommen. Ich übertrage die Koordinaten des Fahrzeugdepots. Verstanden. Alle mal mir nach, gehen wir. An alle Teams, hier Kommando. Dann wiegen wir uns halt mal so ins Haus und dann geht's, denke ich mal, dann bleibt's mit mir hinzu und dann, das Spiel ist schon wieder vorbei, ne? Und dann, schade. Gesellschaft! Feindliche Verstärkung! Ach so, ich hab vergessen, in dem Spiel ist Messern so sinnlos, dass... Wir empfehlen, das Gebiet sofort zu verlassen. Große feindliche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Verschwinden Sie jetzt. Wir haben Gesellschaft! Feindliche Verstärkung kommt! Das freut mich. Flash! Ich hasse das, wenn die einfach schlagen wollen. Das ist so dumm. Okay, dann lass uns mit dem Aufzug übelst geil nach oben fahren. Um natürlich dann erstmal zu unserem guten, einarmigen Kollegen hinterher zu fahren. Nee, das ist aber ein schönes. Wir werden hier oben beim Fahrzeugdepot beschossen. Wo zum Teufel seid ihr? Fuck are you, bitch? Also, ich hätte ja nichts dagegen, Sakai ins Visier nehmen zu können. Hinten anstellen, Nummer ziehen. Wenn er sich vorher findet. Hier ist auch alles tot, hä? Müssen wir hier drauf, oder wie? Alles klar, die Trucks, los jetzt! Ihr habt ihn gehört! Bewegung! Go, go, go! Yay, wir dürfen fahren! Ach nee, wir dürfen ja nicht selber fahren, wir dürfen aber... Keine Ahnung. Wir dürfen selber hinten auf dem... Truck-Ladefläche, die dort stehen. Und runterschießen. Sekundären Evakuierungspunkt südlich der Brücke. Feindpräsenz gewaltig. Es ist echt heiß, aber Zimmertemperatur? Also bitte, ein Bier muss eiskalt sein. Vielleicht ein Lager oder auch ein Glas Wasser, wie ihr es trinkt. Aber ein Pitstart? Ich muss euch beiden mal eine Lektion erteilen, wenn wir in den Staaten sind. Wir werden sowieso zuerst in London halt machen. Ich zahle. Na schön. Wenigstens steht die Welt noch. Yeah, wir dürfen kaputt machen irgendwas. Ach, guck mal, da ist schon eine Landstraße oder wo auch immer wir jetzt sind. Feindlicher Truck auf 6 Uhr! Bravo 6 hier! Wie ist der Status des Helikopters? Ah, ganz gut, ganz gut, ganz chill. Ankunftszeit 15 Minuten.